Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Tech Update 112 mit dem Kirsch. So, wir sind ja vorige Folge ganz kurz abgekackt beim Notstromgenerator erstellen, also generell nur beim Generator. Ja, alles nicht so schön gewesen. Hab jetzt auf das neue Update gewartet, es kam wirklich relativ zügig, also von daher, GG. Können wir jetzt mal hier noch ein bisschen Holz farmen. Und flop. Gut. Ich hatte mal noch ein bisschen Redstone rausgeholt. Bitte hier rein. Dankeschön. Danach können wir jetzt hier alles reinhauen. Langt aber immer noch nicht für eine Quarry. Das langt immer noch nicht. Aber dafür haben wir unseren Hammer. Da können wir wieder runtergehen. Mit den ein bisschen arbeiten. Müssen wir bloß mal hier ein bisschen Stuff weg tun, was wir jetzt nicht so benötigen. Es ist halt schade, dass die nicht dadurch repariert werden hier. Aber naja, können wir jetzt nicht ändern. Wir haben ein bisschen Brot, wir haben ein paar Fackeln, wir können runtergehen. In die Tiefen der Tiefen. Auf der Suche nach mehr Emeralds, Diamanten. Lapis Lazuli, Redstone für unseren Hammer, dass er schneller meint. Hätten ja noch ein bisschen Bronze mitnehmen können zum Reparieren, aber wenn er jetzt kaputt ist, ist er kaputt, dann gehen wir halt hoch. Macht jetzt nichts. Emeralds zum Thema, jo. Läuft. Nehmen wir das gleich noch mit. Man. Gut, ich mache mal hier die wohlbekannte F7-Taste an. Jetzt sind wir gleich hier an. Ach, schön, Emerald. Ich bin froh und. Okay, warum ist das destabilisiert? Muss man nicht verstehen, oder? Nö, nicht immer. Wofür brauchen wir das jetzt? Ah, da können wir alles. Alles klar. Mist. Lapis. Lazuli. Sehr gut. Schon 19.000. Ach. Ich denke, wir kommen dann doch gut ran an unsere Quarry. Geht ja jetzt langsam voran. Hier haben wir noch Zinn, das können wir alles eigentlich mitnehmen. Dafür haben wir ja unsere Erzverarbeitungsmaschinerie gebaut. Naja, Schwachsinn, wenn wir es jetzt liegen lassen würden. Ich bin ja mal gespannt, wie oft es hier heute abschmiert oder ob es generell jetzt nicht mehr abschmiert. Das wäre praktisch. Auch für den Spielspaß her. Lapis. Immer ran damit. Uranium, nö, brauchen wir jetzt nicht so. Aber Lapis. Ich denke mal, die Quarry haben wir jetzt in Sack und Tüten. Besser kann es doch nicht laufen. Wir können ja mal kurz schauen. Ich tippe es jetzt extra langsam ein. 127.000 könnte gerade so langen. Wir können ja noch hier die Kohle mitnehmen, das Silber. Komm. Baue ich mal mit einem normalen Spitzhack ab. Die wird ja eh repariert, glücklicherweise. Sup, sup, sup. Osmium. Siehst du, können wir ja gleich mal gucken, ob es das Osmium mit durchgebraten hat.
Transporter haben wir es wirklich in das Smeltery hauen müssen. Zinn. Noch mehr Zinn. Noch einmal Zinn. Gut. Das war's. Zinn alle. So, jetzt kommen wir wieder unsere normale YouTube-Musik, weil bei denen, was ich vorher mal hatte, waren ein paar Probleme mit der Urheberrechte. Beziehungsweise die aus dem Stream. Aber naja, gut, das macht nichts. Wir nehmen die Kohle hier noch mit. Das kann ich jetzt nicht liegen lassen. Wir brauchen jedes EMC-Körnchen. Auch Eisen mitnehmen. Eisen. Wobei, wir nehmen das Eisen mit. Haben. Gut, ja, das Kohlefilz gefällt mir, das wird immer größer. Stört mich jetzt nicht, machen wir es komplett weg. A ist das Level und B ist das EMC. Kennen wir ja alle. EMC-Probleme. EMC. Können jetzt zwar hier auch den Hammer nehmen, aber why? Würde dann alles nur zu groß erscheinen. Ah, hier ist noch ein Dunkel, das machen wir hell. So, hoffentlich ist es jetzt nicht draußen dunkel, sonst habe ich ein Problem. Nö, geht einwandfrei. Hatte ich hier wieder mal eine Fackel abgebaut, nur mal so irren. Nö, gut, können wir jetzt die F7 ausmachen. Puh, keine Kreuze mehr. Kohle weg, jetzt das raus. Ha, ein Emerald. Ja, wir haben sie. Komm mal schon mal rein. Und wir können es hier reinhauen. Sehr schön, nochmal EMC, dann können wir in Ruhe wirklich die Quarry in Angriff nehmen. Ganz in Ruhe. Speedrun zur Quarry. Ich glaube, nämlich hier drüben ein bisschen erstmal das erste Quarry-Loch hinsetzen. Okay, dann mal kurz. Den Filler hat man ja, glaube ich, auch drin. Na, sie juckt. Ja, Easy Filler. Okay, jetzt brauchen wir für die Quarry Gears. Hast du mal Iron Gears, dann brauchen wir Stone Gears, Wooden Gears, okay. Jupp, abgeschmiert. Aber okay. Ich war zu hektisch. Ich brauche Sticks. Und noch ein bisschen Cobblestone. Als entweder ist das Project E gerade nicht so kompatibel, wie wir das wollen. So, einmal zum Einspeichern. So, sehr gut. Jetzt brauchen wir Iron. Wir können es ja wieder zurücklegen. Wlupp. Nicht benötigt wird. So, jetzt brauchen wir Gold. Wir brauchen 16 Gold. Dann brauchen wir noch 11 Diamanten.
11 Diamanten. Und einen Redstone, aber das haben wir ja. Wir brauchen trotzdem noch 2 Sticks. Können sie ja quasi klein breiter machen, die Quarry. Dafür brauchen wir noch etwas. Lapis. Ganz simpel, wir können ja die Landmarks machen. Ich hoffe mal, die gehen hier so. Ja gut, haben es nicht geändert. I am happy. So, 2-mal das. 1, 2, 3 weg. Schnell eine Spitzhacke gemacht. Gut. Redstone haben wir glücklicherweise hier. Zack. Und jetzt brauchen wir noch ein paar Truhen. Habe ich hier die Chest schon eingespeichert? Ja. Aber wir werden es bestimmt nicht mit Gold hinbekommen. Doch, wir kriegen sogar Goldtruhe hin. Ich habe ein Eisen zu wenig genommen. Das ist so typisch mein Moment. Ja, Eisentruhe. Goldtruhe. Gleich mal eingespeichert. Aha. Okay, jetzt wird es natürlich problematisch. Wir brauchen jetzt einen Generator, der RF produziert. Demzufolge müssen wir wirklich auf diese zurückgreifen. Also Solar. Die haben ja nicht so viel EMC. Das geht immer noch. Das ist toll. Allerdings kriegen wir davon 2. Oh yeah. Also, wir brauchen für das erste Glas Eisen, Glas, Eisen, Holz und Redstone. Brauchen auf jeden Fall noch einen Block auf Eisen. Lass mal das hier einspeichern. Flupp, Glas kann weg. Jetzt brauchen wir noch eine Redstone, wir haben schon 10, sehr erfreulich. Falsch hier hin. So, dann haben wir Solar Panel Tier 1. Tier 2, das brauchen wir noch einen Pisten. Dann da brauchen wir nochmal Planken und ein Eisen. Und halt 8 von denen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alles klar. 7 und da haben wir dann so 8. Ein Pisten bekommen wir hin. Uno Momento. So, da haben wir schon den Tier 2. Und für den brauchen wir noch einen Redstone Repeater. Cleanstone, Redstone Torches und Stone. Auch kein Problem alles. Bauen wir mal ein paar Sticks, da können wir vielleicht noch die Redstone Torch einspeichern. Wir müssen ja eh mal kurz. So. Einwandfrei.
Allerdings brauchten wir halt jetzt noch diese Photovoltaic Cell L, Raume Mirrors, Glas und Lapis. Und etwas Lapis Lazuli. Darf nicht Spaß, ist so richtig rum. Jawohl. Und von dem brauchen wir jetzt sogar auch noch ich brauche von denen 4 jetzt fehlt es wieder an EMC. Kann man jetzt wirklich bloß hoffen, dass hier noch was drin ist, was ein bisschen EMC bringt. So, dass wir hier noch craften können. Eins, zwei, drei. Gerade so bekommen wir das hin. Ja, das ist knapp. Aber, na gut, das ist ja auch die doppelte. So. Jetzt kommt's härter. Nein. Wir suchen uns eine Stelle, wo wir die Quarry aufbauen können, ohne dass jetzt hier gleich massig Graben angesagt ist und halt am besten auch nicht massig Terraforming gegen Wasser. Das ist ja das größte Problem gerade. So, 4,99 Höhe 65. Hier hin, na, verdammt, bisschen. Hier wird eh einiges noch nach oben abgezogen. Gut, ich beeile mich, dass ich jetzt noch schnell schlafen kann. Ach, Entschuldigung, ich bin jetzt halt gerade noch gewöhnt, dass hier ein Kopfschutz dran ist. Ja, obwohl ich jetzt schon jetzt beim Aufnehmen von Subsistence mich dran hätte gewöhnen können, aber ich glaube, also, ich hau mal dagegen, als ob da noch der Kopfschutz dran wäre. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, erstmal ist man schnell ins Brot. Okay, der Baum kann auf jeden Fall weg. Gut, dann kommt. Aber die hier hin. Jetzt die Quarry noch nicht hinsetzen. Erstmal aktivieren. Die einsammeln, weil die kosten alles EMC hier. Dann können wir in der Zeit noch mal ein paar Bäume abholzen. Die A notgedrungen im Weg stehen. Und halt weg müssen. Weil ansonsten wird das hier komisch aussehen, wenn hier Bäume stehen. Gut, aber nichtsdestotrotz sage ich erstmal an der Stelle. Danke fürs Zuschauen, hat es euch gefallen.
Kommentiert, abonniert, liked, ansonsten halt nicht das Folge um euch lassen. In dem Sinne, macht's gut und bis zum Morgen oder bis zum nächsten Mal. In dem Folge, tschüss.